Guten Morgen, wir sind hier auf dem Rittergut Basthorst zum MPS mit Saltatio Mortis, als Saltatio Mortis. Und wir sind die Spielleute von Saltatio Mortis. Ja, und wir sehen hier, da wird gerade unser Arcway rückwärts zum Gelände gefahren, da der Markt jetzt schon geöffnet hat seit wenigen Minuten, quasi seit einer Stunde, müssen wir jetzt den LKW vor dem Gelände ausladen, weil der LKW ist zwar fantastisch, aber nicht authentisch und muss draußen bleiben. Deswegen, und weil wir spät dran sind, müssen alle beim Load mithelfen. Alle. Auch die, die jetzt noch faul im Bett liegen. Oh Gott. Hey Till. Der LKW ist da. Und wir müssen jetzt alle beim Ausladen mithelfen, weil er nicht aufs Gelände fahren darf. Ich weiß, das ist eine schlechte Idee. Freude oder Verzweiflung? Wir wissen es noch nicht. Aber, naja, er wird nicht drum rumkommen. Gegen ein bisschen Regen und Schlechtwetter hilft immer ein heißer Met, sagt dieser Mann hier. Heißer Met. Na? Matt Brothers? Wir sind hier nicht beim Kater und wir haben kein Bier bestellt. Nein. Ich meine, ja. Also. Wow. Es ist noch viel zu früh. Nein, auch das ist es nicht. Es ist nicht zu früh, um kein Bier zu trinken. Da gebe ich dir absolut Unrecht. Gut, dass wir nicht drüber gesprochen haben. Da sage ich nicht danke. Vielen Dank. Danke. Hallo. In Wahrheit ist gar nicht viel zu früh. Die beiden muschen nur ein bisschen. Immerhin haben wir schon fast. Ja, ja. Aber bei so viel Sand, wie das hier ist, da kommt auch mal was in die Busserbescheid. Hallo! Wir sind hier in Basthorst und wir haben ein Problem. Das Bier ist alle. Was machen wir da? Aber der Schackmeiß steht schon bereit, um uns andere Getränke auf die Bühne zu bringen. Ja? Ja. Du sollst jetzt hier, ja? Mein Freund. Überwindet. Was ist das da? Scheiß. Das ist ein Bier und das ist ein Rum. Und der Mann hat Gin Tonic und Whisky. Tagebuch. Ja, glaub ich mal, was hier vorher passiert ist. Ja? Sie haben dieses Messer gefunden. Dann wollten sie sich umbringen, weil sie nämlich verkatert sind. Aber haben es mit der Scheide probiert, bis wir ihnen klar gemacht haben, dass das Metallende das Bittere ist. Und dann haben sie das gemacht, was Dudelsack-Spieler immer als Übersprungshandlung machen. Sie haben reingeblasen und gewundert, dass keine Töne rauskommen. Es ist halt nichts mehr so, wie es mal war. Wer ist das? Ich bin ich. So sehen die Minderbänder aus, oder? Ja. Da muss der zu lachen, oder? Ja. Jens, kannst du mir das mal aufs Ohr geben, weil ich hab den Sänger gar nicht drauf. Ich höre den ganzen Schuh rein. Hallo! Pathetisches erbieten. Ja. Wir haben ja einen gewissen Lehrauftrag im zu lachen. Das ist, jetzt merke ich erstmal, wie schwierig das ist, sowohl erstmal Ansagen zu machen, als auch eine Überleitung zu einem Thema hinzubekommen.
Du machst das großartig, Elsie. Sie fressen dir aus der Hand. Ja. Du bist die Gefährdung. Ich komme jetzt hier wieder raus. Vielleicht kann ich die Schulter massieren. Oh ja, oh. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das waren für euch heute Abend die unglaublich gut aussehenden, die wohlriechenden, die immer überall und allzeit präsent sind. Spielleute von Saltatio Dein Applaus, dein Szenenapplaus.